Moin moin meine Leute, was geht? Hier ist wieder euer Chef für Quick und willkommen zu diesem Video. Und zwar möchte ich euch heute mein neues Stativ vorstellen. Los geht es! Also, ich habe ein Stativ von Saturn, das Rolei Stativ Compact Traveler Star S30 Plus. Und ich wollte es euch auf Amazon heraussuchen, damit ihr es auch kaufen könnt. Aber leider habe ich es auf Amazon nicht gefunden. Deswegen habe ich euch einfach ein anderes, was so ähnlich ist und es ist sogar noch günstiger, in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ihr über die Videobeschreibung bestellt, dann bekomme ich einen Teil des Geldes. Das heißt, es kostet für euch gleich viel wie sonst, aber ich bekomme auch einen Anteil des Geldes. Also hier ist es, es hat 39,99 € gekostet, aber es war in Saturn gerade in Aktion um 19 €. Das heißt, ich habe 50% billiger bekommen. Und tja, hier sieht man einmal, so sollte es angeblich aussehen. Ja, sieht schon ziemlich cool aus. Hier ist noch die Beschreibung. Für Deutsch. Okay, ich lese das jetzt nicht vor. Ich würde sagen, ich pack's jetzt einfach mal aus. Übrigens habe ich noch gar nicht reingesehen. Okay, Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich bin so gespannt. Und wow, da ist eine Tasche drin. Das finde ich jedenfalls mega genial. Wer ist im Karton auch nicht drin? So kann man es überall mitnehmen. Rolei steht groß oben. Cool. Ich mache die Tasche mal auf. Okay, das ist einfach rausziehen. Und da drin ist das gute Stück. In der Tasche ist noch eine kleine Anleitung drin. Die könnte ich mir dann später noch durchlesen, aber ich packe es erstmal aus. Cool. Irgendwas sagt mir, dieses Teil sollte ich wegwerfen. Ich zeige euch das Stativ erstmal später. Hier haben wir noch so komische Schraubenschlüssel, um es festzuschrauben, glaube ich. Okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, einfach auf den Boden gegangen. Das Stativ ist so schon zu groß. Um das rauf aufzumachen, muss man einfach eine Runde drehen, dass man sehen, in welche Richtung. Ah, das muss man in die Mitte drehen und dann kann man das irgendwie rausziehen. Oh, ich habe da falsch gedreht. Hier muss man drehen. Ah, jetzt funktioniert's. Jetzt ist es um. So, wenn es um ist, festschrauben, dann haltet es auch. So, dann gehe ich zu den Füßen. Tja, die Füße muss man einfach hier ein bisschen so abknicken. Und dann geht das dann. So, hier steht das gute Stück. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. So, hier oben an das, was aussieht wie eine Schraube, kann man ganz einfach jede Kamera anbringen. Hier habe ich mein altes Stativ, ich glaube sowas nennt man Tripod, und da war sowas dabei, das hat 2 € gekostet, ja, jedenfalls sehr günstig. Ich werde das mal abschrauben und dann oben raufgeben. Tja, es war wirklich sehr einfach, das anzubringen, nur was mir gerade auffällt, das passiert mir jetzt schon das dritte Mal, dass diese Beine nicht so stehen bleiben, das heißt, das steht dann auf einmal so schief hier. Das heißt, das fährt sich immer aus und dann, tja. Zum Festschrauben muss es einfach nur in diese Richtung drehen. Ja, ich glaube, das ist nämlich nicht zu wenig. Es ist zu wenig. Ja, jetzt geht schon der nächste Fuß rein. Das wieder drehen. Jetzt geht wieder der Fuß rein. Also, tja, die Beine, das ist wirklich das einzige Minus. Denn wenn ich ein Video drehe und das dann während der Aufnahme zusammenkriegt, das finde ich nicht sehr toll. Wie gesagt, ist problemlos raufgegangen. Tja, es funktioniert irgendwie. Also, es hilft zu meinen Zwecken. Ich bin damit zufrieden. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Ich werde es zusammenräumen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Hier könnt ihr euch noch ein cooles weiteres Video ansehen. Tschüss!